Liebe Aikido-Crew, wiederum herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aikido at Home. Wir werden heute eine kleine Rollübung machen, die sehr gut auf dem Stubenboden nachzumachen ist. Und dann werden wir uns ganz wichtige Schwertpositionen widmen und die nochmal im Detail genau anschauen. Wir fangen an, mal ausnahmsweise nicht auf den Knien, sondern auf den Füßen. Ja, das ganz tief runter. Und probieren mal aus, ob wir von dieser Position aus vorwärts rollen machen. Und dann auch wieder auf die Füße kommen. Natürlich rechts und links, können das normal wieder nach Hami-Position reinnehmen. Und direkt auf die Füße. Es ist okay, wenn ihr euch hier im ersten Moment ein bisschen abstützt. Ganz tief rollen. Direkt auf die Füße. Wir können das auch rückwärts probieren. Wichtig ist, dass ihr Spannung in den Beinen und in den Füßen so behaltet, dass es nie wehtut, dass es nie hart aufschlägt. Wir kommen ganz fein und direkt wieder auf die Füße. Platz haben, können da wild durcheinander. Aber das Ziel ist wirklich nach oben und fein rollen. Eigentlich gibt es mit dem Schwert drei ganz wichtige Grundpositionen. Die Position, die wir haben, wenn wir einen geraden Schlag machen, Hammer. Die Shomen-Position sozusagen. In dieser Position ist der hintere Fuß in einem 30-Grad-Winkel in der Mitte auf der Linie. Der vordere Fuß ist auf der Linie. Und zwar so, dass der grosse Zehen und der hintere Teil der Ferse eine Linie bilden. Das Knie läuft über den vorderen Zehen, genauso wie über den hinteren Fuß. Unsere ganze Position ist nach vorne. Unsere Hüfte, unsere Schultern sind halb gedreht, aber die ganze Position ist gerade nach vorne. Das. Schonen. Mit dem Schwert. Gerade. Ja, kennt die Position aus dem ersten Suburi oder zum Beispiel aus Tainohenko. Schon. Klinge vom Schwert reflektiert das und ist ganz gerade nach oben. Verlängerung vom Schwert ist vor allem im Zentrum. Zweite Position ist yokomen. Die Hüfte, die vorher da war, dreht sich ganz leicht nach innen. Wenn sich die Hüfte leicht dreht, bewegt sich auch das Knie und bewegt sich auch der vordere Fuß. Der vordere Fuß ist jetzt relativ gerade auf der Linie, also dass die Mitte der Ferse und die Mitte der Zehen auf der Linie sind. Der hintere Fuß verändert sich nicht gegenüber vorher. Das Knie. Die Hüfte dreht. Das Knie ist immer noch genau über die Zehen, der Fuß dreht sich leicht. Schomen, yokomen. Schomen, so, yokomen, so. Mit dem Schwert. Schomen, yokomen. Auch verändert sich die Hände. Das Schwert hat eine leichte Schräge. Vorher war es gerade runter, jetzt zeigt es ganz tief nach innen. Es ist aber immer noch vorne im Zentrum. Jokomen. 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 Shomen.
Die dritte Position ist tsuki. Die Hüfte dreht sich noch mehr. Jetzt bewegen wir den hinteren Fuß. Der vordere Fuß ist jetzt leicht nach innen gedreht, wird immer noch von der Linie in die Mitte durchgeschnitten. Der hintere Fuß ist jetzt 90 Grad. Nicht mehr so, sondern jetzt so. Passt auf, dass ihr die Aussenseite von den Füßen belastet. So, dass ihr nicht nach innen kippt, sondern dass ihr nach außen belastet. Die Hüfte ist gedreht, der Blick ist aber immer noch nach vorne. Shomen, yokomen, tsuki. Gerade nach vorne. Ganz leicht dreht und ganz dreht. Mit dem Schwert. Shomen, yokomen, tsuki. Verlängerung vom Schwert geht jetzt hier entlang im Körper. Es ist nicht mehr vor meinem Bauch. Und es zieht sich entlang im Bauch, so wie beim Joe. So. Shomen, yokomen, tsuki. Shomen, yokomen, das Schwert ist leicht dreht und beim tsuki dreht es ganz. Auf der anderen Seite machen, wenn sich jetzt die Hände ja nicht wechselt am Schwert, ist das Gefühl ganz leicht anders. Yokomen, tsuki. Die Hände sind näher zusammen auf der linken Seite. Shomen, yokomen, tsuki. Und dann könnt ihr da eine kleine Übung für euch ausmachen, indem ihr jetzt richtig die Schritte nach vorne geht. Und dann kehren und das gleiche noch auf der linken Seite machen. Ja. Shomen, yokomen, tsuki. Wie ist das?